So, Munition voll. Wir haben nichts zum Schnellverkaufen, aber unser Rucksack ist ganz schön gefüllt. Was kann man mal loswerden? Ja, da haben wir zu viel von. Da haben wir echt viel zu viel von. Kann man hier nicht mal so irgendwie mehrere Sachen markieren? Ach Mensch. Sortieren. Ich frage mich ja, nach was der sortiert. Wir haben 3 Tiger. Hi. Ein bisschen Bärenfell davon aber noch. Ja, hier kommt, da können wir auch noch eins verkloppen. Obwohl, wir brauchen ja jetzt eigentlich. Ja, wir brauchen ja nur noch das Dingsbums, ne? Also das Tigerfell möchte ich gerne behalten. Ich weiß nicht. Da tue ich mich schwer dran, das zu verhökern. Aber sonst können wir hier doch erstmal von den Tieren so ein bisschen was verkloppen. So, das kann auch weg. Und wenn nicht, können wir uns ja immer noch wieder Neues holen. Hirschfell. So, Wildschweinchen gibt es auch mehr als genügend. Tapir, haben wir auch noch so ein bisschen was erlegt. Hundefell. Tapir. Ja, nun verkauft das doch auch. Also glaube, 30, so, Dingo weg. So, jetzt haben wir langsam auch ein bisschen Platz in der Tasche. Ja, das restliche Kram behalten wir. Das ist gut so, jawohl. Wir haben immer noch einen Jagdinstinkt. Jagen. Auto! Seht ihr, Autojagd gefunden und erfolgreich. So, Mepus Delictus. Rechts rum und einfach immer nur geradeaus. Mann, da sind aber auch Heckschleuder in diesen Autos hier. Selbst die Geländewagen und da klingelt es an der Tür. Ah! Ja, dann muss ich jetzt nur kurz auf eine Pause machen. Das heißt also, kurze Unterbrechung. Bis gleich. Und da sind wir wieder bei Let's Play Far Cry 3. Die Pause hat ein bisschen länger gedauert als vermutet und gedacht. Und was macht ihr da? Ja, du auch! Weg da! Einmal ADAC-Dienst spielen, recht für heute. Ja, das war ein mehr oder weniger... Ja, hat man in der Familie einen kleinen Notfall, beziehungsweise einen technischen Notfall. Das ist egal. Dass das Gefährt von meinem werten Herrn Vater nicht mehr wollte, da muss ich ihn jetzt abholen. So, da wollen wir noch hin. Relikt, auf wie geht's und weiter geht's. So. Mann, wo kommen die alle her? Sonntagsfahrer hier und da was. Wenigstens habe ich so mal wieder ein bisschen Musikabwechslung gehabt während der Fahrt. Richtig schön harten Rock, so richtig schön vom Stil her klassischen Rock. Kann ich übrigens sehr empfehlen, die Band Krokus. Wer AC/DC oder so mag, der wird die auch lieben. So, das heißt, wir folgen jetzt dem Weg einfach und dann sollten wir so halbwegs da sein. Ja. Erkunde die Insel und sprich mit Citra. Das machen wir irgendwann, wenn wir da Lust zu haben. So. Aus hier und weiter. Plüschi, du bleibst ja da hinten stehen, du. Ich habe kein Interesse an deinem Fell. Ich habe aber Interesse, dass ich schon mal auf die Flinte hier gehe. Wo ist denn hier der Eingang? Och Mensch, dachte ich, ich muss ja wirklich den Berg hochkraxeln. Ah! Lauft, ich bin ein Predator. Bah! Ein Raubtier in freier Natur. Mit Rotgewehr und 2 Scharfschützengewehren. Aber ein Raubtier.
Effektiv ist der Mensch ja auch das gefährlichste Raubtier von allen. Es hat sich ja die Technik zu untertan gemacht. Ah, was bist du für einer? Hi. Der will nicht reden. Schlechte Drogen genommen. Ah, Nase putzen, böse, böse. Und ich glaube, ich hau mir mal gleich noch was für den Hals hinein. Komm. Verdammt, leer. Das war das letzte von Packung Nummer 1. So, hier sind auch noch... Oh, Schätzis. Schätzekisten. So, dann haben wir dieses auch erledigt. Wir haben das nächste Relikt. Da freuen wir uns doch mal richtig rüber. Das heißt, das Relikt wäre jetzt ein Ziel. Relikt. Hätten wir nur noch die paar, ey. Das geht ja noch. Mal schauen, ob ich das in der heutigen Aufnahme noch alles mache. Die ganzen Relikte hier einsammeln. Tendenziell ja. Ja. Erstmal müssen wir wieder zurück zu unserem Auto kommen. Aua! Oh, muss das sein, Tigerchen? Konntest du nicht einfach friedlich da sitzen bleiben? Jetzt musste ich dir ja was antun. Majestätisches Geschöpf. So, Plüschtiger, tut mir leid. Dein Fell wird gut genutzt, da mache ich mir Autositzbezüge von. So, dann nehmen wir auch gleich mal das grüne Blatt wieder mit, oder beziehungsweise alle beide. Denn wir haben ja doch einen etwas höheren Verbrauch mal wieder gehabt. Oder alle drei. Na, da ist auf jeden Fall unser Autochen, beziehungsweise das Auto, das wir jetzt nehmen, um weiterzufahren. So, sollte reichen. Grüne Blätter sind genug. So. Jip. So, jetzt müssen wir wieder gucken, wie fahren wir denn da am besten. Wir folgen diesem Weg, dann fahren wir hier quere Feld ein und dann sollten wir da sein. Oh Mann, das wird lustig. Weg da! Muss eigentlich meine Steuerung gucken, ob es hier auch eine Hupe gibt. So, und jetzt fahren wir querfeld ein. Wie versprochen, wie gesagt, und wie dem Auto angedroht. Boah, dafür ist es aber jetzt noch relativ heile hier durchgekommen. So. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Hier ist auf jeden Fall in der Nähe unser Relikt. So, nur schauen, wie wir da am besten hochkommen. Nee, also noch weiter runter wollte ich nicht fallen. Hoffe, hier sind keine bösen Tiere, die uns was tun wollen. Verdammt, wo muss es hier doch hochgehen? Ja, moi! Ja, moi! Böse! Böse, ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. Einverstanden? Sind wir uns einig? Ah, verdammt! Petsy war zu schnell. So, Petsy, hier für dich. Und noch einer mit Zelt. Mann. Man will der Tierwelt hier nichts mehr antun und dafür tut die Tierwelt einem was an. Fies gemein. Und irgendwie glaube ich fast... Oh, hier können wir glaube ich hochklettern. Nicht so ganz, aber fast. Aber hier kommen wir hoch. Ja, komm. Da will ich doch hin. Jetzt ist auch eine Maus leer. Alles verschwört sich hier gegen mich. Wo ist das Kabel? Wo ist das Kabel? Da. So, Maus. Ah, Maus. Schon wieder ein... Ja, wollte gerade sagen, schon wieder ein Plüschi. Nein, es ist ein... Ein Rehlein. Also ich glaube, ich hole mir gleich den Gleiter und versuche damit hier hochzukommen.
Ist das überhaupt der richtige Weg? Da, wir kommen doch hier nicht hoch. Verdammt, noch eins. Wo war der Gleiter? Ja, irgendwo hier war doch einer. Mein Gleiter ist weg, mein Gleiter ist weg. Verdammte Elle, da muss man doch hinkommen. Das sah doch richtig hier hinten aus. Was soll denn der Schmarrn? Um es bayerisch zu betonen, obwohl ich ja überhaupt nichts mit Bayern zu tun habe. Hoppala! Ja komm! Ja komm! Klammer dich doch da irgendwo fest! Das war doch schon fast geschafft! Ja, tata. Ey, das ist doch... Ist doch hier was ganz Linkes, ist das. Ich will meinen Gleitdrachen. Wo ist mein Gleitdrache? Willi will. Und hier hinten war doch einer. Mein... Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Das Problem ist, wo wir abfliegen, muss auch deutlich höher liegen, sonst kommen wir da nie im Leben oben drauf ein. Irgendwo hier was zum Hochklettern oder so? Meine Güte. Ich mag diesen Berg nicht. Er mag mich ja auch nicht. Gleich nehme ich das Auto und fahre da einfach hoch. Als wenn das gehen würde. Wäre auch schon ziemlich geil. Das heißt, wir versuchen jetzt irgendwo einen Gleiter in der Nähe aufzutreiben. Und dabei hat das Auto die Fahrt hierher so schön überlebt. Bumm, und jetzt hat es die erste Macke. Aua. Also auf pure Absicht und ja. Ja, ha. Passt doch. Pure Absicht war das. Das lag an den Bären, ihr habt ihn ja gehört. Der wollte uns angreifen. Da musste ich schnell handeln. Als hätte Meister Pitz uns getötet. Samt Auto. Hätte der uns aufgefressen. Ja, komm. Ja. Ach komm her, du Mistkiste, du. Ich lob dich nie wieder, Auto. So, jetzt haben wir wenigstens hier oben den Gleiter. Das heißt, wir können damit dann hoffentlich dahin entschweben. Gleiter? Gleiter? Soll hier nicht ein Gleiter stehen? Wo ist der Gleiter? Die Map verarscht mich wirklich. Kannst du wahr sein? Aber. Hier müsste doch irgendwo ein Gleiterchen sein. Also. Das Spiel mobbt mich schon wieder. Das hat es schon ein paar Mal getan und jetzt tut es das schon wieder. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich bin versucht geneigt, neu zu... Also ich hatte mich an die App gemeldet, sondern bin direkt weg. War im Ingame geblieben. Aber im Moment bin ich fast so der Meinung, man könnte sich mal ausloggen, wieder einloggen und... Ja, dann irgendwo anders wieder schwach starten. Wenn wir darüber wollen, wir wollen zu diesem dusseligen Relikt hin. Da ist es.
Aber wie kommt man da hoch? Also von hier rüberfliegen sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, da würde ich mal sagen, ich habe jetzt eh die Stunde voll. Das heißt, ich mache jetzt einen ganz kurzen Break. Lade einmal neu. Das heißt, wir werden irgendwann das wieder spawnen. Wenn ich hinterher zum Gleiter zurückrenne und zumindest dieses Relikt will ich noch haben. Also, bis gleich.